So, hören wir auch wieder. Wir wollen jetzt gerade im Krankenhaus Rachel besuchen gehen, die ja von Damon niedergestochen wurde. Hey, Feuerwehrleute. just heard the fire went out. Went out? You mean it's controlled? No, it's completely I'm out. so relieved It that Rachel's extinguished awake. itself. How could that I should be? see her right Oh, away. I Those guys look exhausted. Oh ja. Dann gehen wir mal. Rachels Zimmer. Sprechen wir erstmal mit Rose. Hey. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. I'm sure everything's going to be fine. That's what James keeps saying. He's so strong in a crisis, you know? My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. I don't know about that. You saved her, didn't you? When everything happened, I froze up. But you were there for her when she needed you. That's what matters. I am so glad you and Rachel have found each other. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Gut, dann auf in die Höhle des Löwen. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute, but not as cute as you. Stop. I mean it. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. And I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Good. Happy that your dad's here. I mean,
I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. I figured you would. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. Sorry I bailed on seeing the Tempest with you. The whole thing just sort of happened. No, not a problem at all. So, what's going on with you? I don't even know where to start. At the moment, I'm here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? She got stabbed by a psycho. Oh my god. Yeah. It was insane. Holy shit. Wait, are you okay? I mean, I'm probably not okay, but I can deal with that later. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge.
glaube, den können wir ruhig vertrauen. Das ist ja... I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe! I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. I swear, man, everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Hello? Blöde Idee. Tür offen zu lassen. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Lass die Tür auch noch sperrangelweit offen, jawohl. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. It's the big one. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Kann man doch mitnehmen für später, aber na gut. Vaterpreis. Best Dad. That stuff is all politics anyway. Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Mickey, was ist denn jetzt? Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Drew geht so viel besser, seit du hier warst. Er sagt viel Glück da draußen. Danke, ihm auch viel Glück. Chloe? Ja? Du bist stärker als alles. Hoffentlich. Und wir haben ja nochmal eine neue Tagebuchseite, so wie ich das sehe. So, ich glaube nicht, dass du weißt, wie du für jemanden fühlst, bis du sie fast verlierst. Bis du im Warteraum des Krankenhauses sitzt, wie an deinen Stuhl geklebt und doch fallend still und verzweifelt darum bittest, ihre Stimme zu hören. Ihre Hand zu berühren,
sie zum Lachen zu bringen. Dann weißt du es. Es war komisch, bei Rachels Vater zu sein. Und irgendwie angenehm. Auf einmal waren wir im selben Team und der ganze andere Scheiß war egal. Ich denke, ich sehe, warum Rachel ihn liebt. Ich besuchte Drew, verbrachte etwas Zeit mit ihm und Mickey. Ich munterte Drew sogar auf, indem ich seinen Pudding stahl. Ein Sieg für alle. Nach einer gefühlten Ewigkeit wachte Rachel auf. Selbst nach all dem, was passiert ist, ist sie immer noch darauf aus, ihre Mutter zu finden. Also bin ich es auch. Hier ist der Plan. Ich werde in James' Büro rumwühlen und sehen, was ich über sie finden kann. Dann finde ich sie, damit sie sich treffen können. Ganz egal, wie schwierig es sein wird. Chloe, die Kopfgeldjägerin. So, es ist eine abgeschlossene Schublade. So, wo wir das wissen, weiß ich auch nicht. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Sheldon Peake, irgendwas sagt mir der Name auch. Linke Schublade, abgeschlossene Schublade. Verdienstauszeichnung. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Verdienstauszeichnung verliehen an James Amber. In Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit und Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. So, gucken wir in die Schublade rein. More sherry. Aber nichtsdestotrotz, wir können den Sherry Graffitin. Graffitin, genau. James sure keeps lots of files on people. Garrett Scott. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Es, Gerhard, es reicht. James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen, du bist dabei von deinem hohen Ross gefallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen. Und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige ist. Also tu es, Sarah. Ja, aber es zu erzwingen ist auch nicht die richtige Art. Dann wollen wir mal die abgeschlossene Kiste Schublade öffnen. Welcome to Shadyville. Sandy. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Kontakte unbekannt. So, gucken wir mal ganz oben. 2010, im 4. Okay, das ist 21. April. Was hatten wir jetzt? Mai? Es heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten. Wie? Reden wir. Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun, ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Das kann ich. Sicher kannst du das. Ich habe mit dein Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh, entspann dich. Mein bester Mann kümmert sich darum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. Bitte was?
Nichts. Ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. Bitte was? Bist du jetzt nicht wirklich... James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Jetzt entspann dich. Was? Jetzt entspann dich. Jetzt benutzen wir so Namen, entspann dich. Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder dein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Shit. What do I say? Hab ich, du zuerst. Ich weiß, dir ist alles neu, also lass ich das durchgehen. Verarsch mich nicht. Zeig mir, dass du den Beweis hast. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Wovon denn? Arcadia Bay's least wanted. Polizeibehörde Arcadia Bay, Klagetätigkeit, bla bla bla, Damon Merrick, Alter 31, Größe, Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe, ethische Zugehörigkeit, kaukasisch, hispanisch, afroamerikanisch, was denn nun? Achso, kaukasisch, achso, ist ein X dran, okay. Umgenannte Person wird beschuldigt wie folgt. Art des Verbrechens, schwere Kopfverletzung mit tödlicher Waffe. Zeit 22:15 Uhr, Datum des Vergehens 12.04.2010, Ort des Vorfalls Tumnus Segeberg, Bezirk 205. Anschuldigung, nach einem verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr angenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22.38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab den Angreifer Damon Merrick wahr. Okay. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns das in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao.